Hallo, Christel. Wollen wir Mühle spielen? Ja, gerne. Ja, hier habe ich ein Mühlebrett. Setzen wir uns hin. Schau, jetzt kriegst du 9 Steine und ich habe 9 Steine. Das Mühlebrett besteht aus 3 Quadraten mit senkrechten Linien verbunden. Und dort, wo die Schnittpunkte sind und an den Ecken, da darf man die Steine hinsetzen. Es geht so, dass immer weiß anfängt und einen Stein setzt. Ziel ist es, dass man 3 Steine in einer Linie hat, damit man eine Mühle bilden kann. Gut gemacht. Jetzt muss ich hier reinsetzen, damit du keine Mühle bekommst. Ein guter Tipp wäre, wenn du hier hinsetzt. Dann muss ich nämlich dahin gehen, damit du keine Mühle bekommst. Auch da muss ich die Mühle verhindern. Oh, schon wieder eine Mühle. Muss ich auch verhindern. Jetzt habe ich eine ganz raffinierte Position gewählt mit diesen 3 Steinen. Eine Mühle kannst du verhindern, die kannst du aber nicht verhindern. Und jetzt darf ich dir, weil die Mühle geschlossen ist, einen Stein wegnehmen. Natürlich nehme ich dir den Stein weg, der mir am unsympathischsten ist, also zum Beispiel der hier. Da du aber noch einen hast, darfst du noch einmal springen. Na, warum springst du da nicht rein? Dann springe ich eben rein, mach die Mühle zu. Und kann dir jetzt wieder einen Stein wegnehmen, nämlich den da. Jetzt kommt die zweite Phase des Spiels. Jetzt wird nicht mehr gesetzt, sondern jetzt wird gezogen. Man zieht immer einen Stein von einer Position auf eine andere. Bitte, du fängst an. Das Ziel bleibt aber bestehen, eine Mühle zu bekommen. Ich mache eine Mühle auf, damit ich sie nachher wieder zumachen kann. Das ist jetzt ein guter Zug. Ich mache die Mühle zu und in dem Moment, wo sie geschlossen ist, darf ich dir wieder einen Stein wegnehmen. Auch ein sehr guter Zug. Ich ziehe mal hier hinter. Dann ziehe ich mal hier hin. Was passiert jetzt hier? Ich kriege eine Mühle. Ja, zieh hier hoch, dann hast du auch eine Mühle. Na? Besser wäre es, wenn du den hier hinziehst, dann kannst du hier die Mühle nachher zumachen. Jetzt mache aber vorher ich meine Mühle zu, weil das mir zu gefährlich aussieht und nehme dir einen Stein weg. Oh, das war ein sehr guter Zug, denn dagegen kann ich jetzt nichts machen, weil ich erst meine Mühle aufmachen muss. Jetzt kannst du deine Mühle zumachen und mir einen Stein wegnehmen. Am besten einen, wo ich wieder eine Mühle habe, hätte. Na, den nicht. Aus der Mühle darf man keinen Stein nehmen. Hier auch nicht. Ist auch eine Mühle. Aber hier die beiden. Da könntest du einen wegnehmen. So, jetzt muss ich ganz schnell die Mühle aufmachen, damit ich nachher wieder zumachen kann. Du bist dran.
ziehe hier hin. Jetzt habe ich eine Mühle aufgemacht. Du kannst deine Mühle aufmachen, musst du sie aber nicht. Ja, wenn du sie aufmachst, mache ich meine zu und nehme dir einen Stein weg. So, jetzt hast du noch 4 Steine. Ab 3 Steine darfst du springen. Du machst zu, du darfst mir jetzt einen wegnehmen. Ja. Ich habe hier eine sogenannte Zwickmühle. Wenn ich jetzt hier rüberziehe, ist die Mühle zu und wenn ich nachher wieder zurückziehe, ist sie auch wieder zu. Ich nehme dir einen Stein weg und jetzt darfst du springen. Du springst natürlich in meine Zwickmühle hinein, damit ich nichts machen kann. Also muss ich die Mühle aufmachen. Du machst deine Mühle zu. Nimmst mir einen Stein weg. Ja. Und da ich hier eine Zwickmühle habe, mache ich auch zu und darf dir einen Stein wegnehmen. Und wenn man nur noch 2 Steine hat, hat man verloren. Danke fürs Spielen. Bitte.